Wir sind da voll die Wände, ich spiele ein Liter drunter. Wir sind da voll die Wände, ich spiele ein Liter drunter. Wir sind da voll die Wände, ich spiele ein Liter drunter. Und ich hab uns begehrt, mein Mut ist voll nicht wie ich. Wir sind da voll die Wände, ich spiele ein Liter drunter. Und springe rund und creeper, und Mut ist voll nicht wie ich. Von Bassander. So Leute, und damit ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, ich habe eine neue Anlage. Da steht sie. Auspackvideo kommt. Das war auch das, was ich angekündigt hatte, worauf ich mich heute am meisten freue, am Samstag. Jetzt habe ich endlich wieder eine gute Anlage. Ich habe sie noch nicht ganz fertig aufgebaut. Im Moment sind nur linke Box, rechte Box. Also linke Box, rechte Box, Center und Subwoofer angeschlossen. Und der Fernseher und der Computer, dass ich über den Computer das machen kann. Und ich werde aber, denke ich, dann, also ich habe noch eine kleine Box da. Ich habe noch zwei kleine Boxen da. Ich weiß noch nicht, wo die andere ist im Moment. Da muss ich jetzt mal gucken. Die haben sich im Laufe der letzten 2-3 Jahre, wo ich die nicht mehr benutzt habe, im Haus verteilt.
Und muss mal schauen, wo die ist. Dann werde ich auch den Surround anschließen. Dann habe ich auch hinten wieder Boxen. Dann habe ich wieder richtig den Surround-Sound. Und endlich kann ich meinen Subwoofer wieder nutzen. Wie gesagt, Video dazu kommt in der... Video dazu zum Auspacken und alles. Und auch ne, zum Anschließen jetzt nicht, aber zum... zum Auspacken kommt auf jeden Fall ein Video und auch ein kurzer Test, ob es funktioniert. Und falls sich jemand dann dafür interessiert, da werde ich dann hoffentlich, wenn ich dann denke, die Beschreibung anlassen in dem Video, dann kann man sich das auch anschauen. Dann kann man auch sagen, ja, pass auf, ich möchte aber auch wissen, wie das angeschlossen ist. Dann kann ich auch das gerne mal zeigen, wie man es anschließt. Ist schon ein bisschen her, aber sieht gut aus. Und dann muss ich es ja auch noch... Wenn sie dann fertig angeschlossen ist, muss ich sie auch noch komplett abgleichen, dass sie richtig Surround spielt. Im Moment spielt sie kein Surround. Also kein. Im Moment spielt sie sowieso nur Stereo. Aber wenn sie Surround angeschlossen ist, dann muss ich mal schauen, dass es richtig funktioniert. Gut. Und in meinem Video wird dann auch ein Link in der Beschreibung sein. Falls sich jemand dafür interessiert, kann er sich die auch über, die, an, über das Video holen. Servus, alter Verwalter. Servus, Masmin. Der Bass ist halt einfach zum Niederknien. Der ist noch nicht mal aufgedreht. Jetzt ist er extra an. Bisschen übertrieben vielleicht für den Stream. Ich weiß gar nicht, ob man den Bass richtig mitkriegt. Ne, dass der Bass hier gerade alles rausnimmt. Big B Mac, Dankeschön für 50 Likes und danke für deine Unterstützung. So. Jetzt mal ein bisschen 90er Dance hören. Die haben auch unglaublich Bass gehabt damals. Und mit der Anlage bzw. mit dem Subwoofer habe ich mal eine Scheibe in meinem alten Wohnzimmer gesprengt. Das ist so heftig. Ich glaube, der Bass ist noch nicht einmal ganz aufgedreht. Ich kann den Bass nämlich hinten an der Box auch noch mal aufdrehen. Das ist richtig krass. Der Bass kommt ganz gut rüber. Ich kann den Bass noch an der Box aufdrehen. Das da ist die Box. Das da ist der Bass. Der hat hinten noch einen Dreher zum Drehen. Hat einen externen Stromanschluss. Also ist ein Aktivbass. Unglaublich krass. Das ist richtig, richtige Bombe, das Ding. Das Ding, der Bass, die Bassbox hat 80 Euro gekostet damals. 80! Das ist so schlimm, ey. Heftig. Und der Bass ist an der Anlage gar nicht richtig aufgedreht, glaube ich. Aber die AEG-Boxen sind auch unglaublich geil. Diese AEG-Boxen sind... Die dürften gut 12 Jahre alt sein, die Boxen. Das sind gut 12 Jahre alte Boxen. Die gehen trotzdem ab wie Sau, haben einen sauschönen Klang. Finde ich saugeil. Einen super schönen Klang. So, danke für die 50 Likes, Fruvi. Habt ihr in eurem Ort auch ein Bad oder Badesee? Nope, haben wir nicht.
Oh, oh, that's sure. Is it on a baby? Comes tomorrow. Fällt gerade noch was ein. Das ist einfach 90er Jahre. Aber hier, passt mal auf. Mal schauen, ob ich meine Freundin dazu kriege, muss ich sie mal fragen. Jenny. Ab dem Flipper schon ein bisschen am Basturbieren. Mal schauen, ob sie das zu berichten. Wird es noch versaut. Ich spiele gerade noch ein bisschen immer in den Einstellungen rum im Moment. Mal lauter, dann wird es noch versaut. Hier ist der Equalizer. Ach, hier war das. Ah, der Subwoofer ist gar nicht dabei. Moment. Surround links, surround rechts. Center, front, links, rechts, surround. Okay. Okay, da ist der Subwoofer gar nicht dabei. Wartet mal. Du würdest noch fürs Auto. Also, und der ist auch an der, und der ist auch in der Box noch nicht ganz aufgedreht, nur so am Rande. Hardcore. Das ist ein richtiges Monster. Das Ding kostet 80 Euro oder kostet mal 80 Euro. Das ist ein richtiges Monster. Ja, wie gesagt, das ist krass, weil der ich habe immer das Problem gehabt, dass ich keinen Subwoofer gefunden habe. Ob aktiv oder passiv. Ich habe keinen Subwoofer gekriegt, der das hatte, was ich wollte. Und der hier ist einfach ein bisschen zu krass. Guter Bass, mein Freund. Wie gesagt, es geht noch härter. Geht noch viel härter. Das ist richtig hart, ey. Jetzt ist er aus der Extreme, extra Bass. Jetzt setzt an und dann kann ich halt auch hochdrehen. Voll hart, ey. Richtig hart, ey. Richtig hart. So, Tannehauser, Dankeschön für die 50 Likes.
Ups. Kanal wollte ich nicht wechseln. Da ist er jetzt leiser, weil ich ja, weil es jetzt gerade in meinem Programm auf dem Rechner ist. Das andere war gerade YouTube. Ich hätte eigentlich gerne ein ganz bestimmtes Lied. Wo ist es denn? Ah, da ist es doch. Drehen wir mal ein wenig auf hier. Jetzt ist bloß auf minus 7. Ganz ruhig, Brauner. Valerio, dankeschön für die 1000 Barren. Vielen Dank für deine Unterstützung. Geht hart ab, das Ding. Put me down and put my feet back on the ground. Das Ding ist echt Bombe, Alter. Das ist richtig krank. Und ein gutes Schnäppchen für 80 Euro kann man nicht sagen. Nicht meckern. Und das Ding ist feiert jetzt 11 Jahre. Es ist 11 Jahre, ist nicht. Das Ding ist jetzt 7 Jahre alt, ungefähr. Wohlgemerkt. 7 Jahre. Das ist echt eine Bombe, das Ding. Na gut, ich bin auch schon wegen älter, ne? Also, ich suche ja schon seit einem guten Pass, seit ich 15 bin oder so. Und das Ding ist echt eine Bombe ohne Ende, Alter. Also wirklich ohne Scheiß. Das Ding ist so krank. Das ist meine dritte HDMI-Anlage. Also, nicht HDMI. Das ist meine dritte Surround-Anlage. Und davon. Ein bisschen leiser machen. Das ist meine dritte Surround-Anlage. Die zweite mit HDMI. Und außerdem einfach eine der richtig geilsten. Also wirklich, kann man nichts sagen. Das Ding ist richtig geil. Ich muss jetzt nur noch die kleinen Boxen anschließen. Muss ich mal gucken, wo die eine ist. Die eine fehlt mir noch. Aber es ist richtig krass. Gegebenenfalls, ich habe noch alte, also richtig alte AGBs. Die sind gut 20 Jahre alt. Ach, reicht gar nicht wahrscheinlich. Die dürften gut 30 Jahre alt sein, die AEG-Boxen, die ich noch da habe. Sind so große schwarze. Wenn ich die vorne anschließe und die jetzigen, man sieht es ja, da ist mein. Hilfe. Da ist mein. mein Ventilator. Sieht man sie? Sieht man schlecht, ne? Da die Box. Wenn ich die Boxen hinten anschließen würde als Surround. Und die großen AEG-Boxen vorne. Alter. Ja, noch größer kann ich mit 8% Produkt auch nicht sein. Das ist richtig geil. Ja, Coco Jumbo, ja, ja, ja. So, Dankeschön für 50 Likes und vielen Dank für deine Unterstützung. Sau cool. 80 Euro für das Ding ist echt absolut geil. Es ist richtig abgefahren. Put me down, put my feet back on the ground. Coco Jumbo, ja, ja, ja. Ja, Coco Jumbo, ja, ja, ja. Oh yeah. Jumbo, ja, ja, ja. Und es ist noch nicht, ich habe noch nicht mal auch aufgedreht, ne? Wir sind jetzt gerade mal auf Level 19 von der Lautstärke her. Nachbarn werden sich freuen. Fehlt dir eigentlich ein Zahn, oder? Ja, mir fehlt ein Zahn. Und ja, ich weiß jetzt, was gemeint war. Ist mir ehrlich gesagt egal, ob sich meine Nachbarn darüber freuen. Das ist meine Anlage, das ist mein Haus. Ich darf die Anlage aufdrehen, wenn ich will.
Das erste Mal bin ich nicht auf dem Festival, auf dem Summer Breeze, weil der Summer Breeze erst in 39 Tagen anfängt. Außerdem habe ich es überhaupt noch mal auf dem Schirm tatsächlich gehabt. Moin Rainer, bist du zur Zeit im 90er Modus? Ich bin in 89er, also ja, immer. 90er sehe ich immer geil. Metal zieht natürlich trotzdem allem vor, aber momentan habe ich meine 80er, 90er Phase wieder. Grüße aus Hamburg, sehr schön. Grüße zurück nach Hamburg. Move your lips, run the streets, sing a song. Beschlag laut vielleicht. Gute Phase. Butterschwan, dankeschön für die 400 Likes. War halt eine coole Zeit, ne? 90er Jahre ist so meine Kindheit gewesen halt. Das war so, da war ich so. Naja, 95 war ich etwa 6 Jahre alt. Das ist so. Das war so die richtige Zeit, wo ich angefangen habe, Musik lieben zu lernen. Und diese Lieder sind halt so Lieder meiner Kindheit teilweise. Baller mir eine Fensterscheibe raus. Entschuldigung, Apfel. Ich muss aufpassen tatsächlich. Es kann mir passieren, dass es tatsächlich eine Fensterscheibe rauspfeift. Habe ich ja schon mal gehabt. Also ganz raus kann ich nicht, aber ich habe einen Sprung in der einen Scheibe. Nein, ich bin nicht Idiot. Also ich bin nicht dumm. Im Sinne von, ich habe einen Sprung in der Schüssel. Verrückt oder sonst was. Hey, ey. Kannst du mal aufhören, hier Leute zu beleidigen, du Affe? Dankeschön. Das brauchen wir echt nicht haben hier. Geh bitte den Sohn, ess eine Banane. Ist besser. Nimmst du Fanshop an? Achso, Fanpost. Im Normalfall nehme ich Fanpost an, ja. Kommt darauf an, was drinnen ist. Habe ja jetzt erst wieder. Das muss ich heute noch machen. Das muss ich heute noch bearbeiten. Jetzt bin ich gerade am Bearbeiten von Tokitori. Ein neues Let's Fun Projekt, was so vier Parts erstmal, für den Anfang erstmal vier Parts haben wird. Ob es länger wird, weiß ich noch nicht. Was ein richtig geiler Song war, war der hier. Und dann erinnere ich mich noch an meine. Da erinnere ich mich noch dran. Da habe ich damals auf meine Anlage gesuchtet wie Sau. Erstens mal hört sich das auf der Anlage mega geil an. Und zweitens ist es einfach ultra geiler Song. I love it. So die Getränke zum Beispiel. Wenn alles Vakuum verpackt und versiegelt ist und original aus dem Laden das so zu sehen ist. Ja. Nobody. I'm a Stallone. Yo, Akon. What up, dude? You coming or what, man? No, I got a lot on my mind. I'm gonna let y'all go ahead, man. Wirkt am Anfang noch relativ lächerlich, aber sobald der Bass richtig loslegt, ist das Lied so ultra Bombe. Man kann auch echt den Abo-Chat nicht ausmachen, ey. BPM ist einfach geil bei dem Lied. Sau beruhigender Bass. Wie ein Herzschlag. I have nobody, my all my own.
Mehr Bassdrache. Sei vorsichtig mit deinen Wünschen. Dein Wunsch sei mir Befehl. Für mich gibt's auch nicht genug Bass. Das Mikro ist gut, ja. Aber die Boxen sind besser. Und jetzt zeige ich euch was. Die Box, ne? Die Boxen sind in Real Life noch besser als jetzt über das Mikro. So eine geile Anlage. Und ich habe noch nicht mal richtig aufgedreht. Das ist ja auch nicht. Ganz so laut ist es ja jetzt auch nicht. Der Bass ist halt sehr intensiv. Wartet mal, ich habe Bock auf ein bestimmtes Lied. Das hat zwar zu viel Bass, aber das ist bestimmt geil auf der Anlage mit den geilen Boxen. Linda im Nebel. Ich habe Linda im Nebel geschrieben. Um wollte Kinder im Nebel. Alles klar. Da muss ich noch ein bisschen leiser machen, weil sonst reißen uns gleich die Ohren weg. So. Ognizer, Dankeschön für die 400 Likes. Richtig geiler Song. Ich drehe den Bass mal wieder runter. Ich drehe den Bass runter, auf jeden Fall. Runter. Na, ein bisschen übertrieben ist es schon gerade. Machen wir extra Bass nochmal aus. Außerdem ist es Metal. Das ist ja. Mein Metal ist zwar Bass auch geil, aber man darf ihn nicht zu hoch drehen. Ich kann danach mal Tool spielen. Da kann man den Bass wieder ein wenig hochdrehen. Ich tanze wie ein Kind im Nebel, das Riedenwall ohne Ziel. Guten Jahre hin. Die kommen nie zurück, an dem Spiegel.
der vorgibt, mein Nachbild zu sein. Das ist ein richtig geiler Song. Gleich wieder da. Habe ich noch nicht weggeräumt. Heute ist nämlich Tag der Schokolade. Nur der Sport war im Angebot heute. Guten. Du hast recht, eigentlich mag ich keine Schokolade. Aber dieses gefüllte Schokolade esse ich dann doch und ich esse die auch nicht jeden Tag. Und am Tag der Schokolade kann man schon mal Schokolade essen. Außerdem, es ist ja nicht so, dass ich die Schokolade alleine esse. Habe noch meine Freundin auch, die mag Schokolade. So. Ich wollte Tools spielen, habe ich gesagt. Das ist jetzt ein geiles Lied, da kann man den Bass mal ein wenig aufdrehen. Wo ist meine Fernbedienung? Weil es vermutlich ein bisschen laut war jetzt. Mega geil. Eine meiner Lieblingsbands. Und bei Tool legt er extrem viel Wert auf Bass. Auf die Bassgitarre. Sau mega. Da herrscht weniger Gitarre, sondern mehr Bass. Das ist geil. Das ist anders als die meisten Bands. Bei den meisten Bands herrscht ja die Gitarre vor. Und hier ist der Bass.
Nicht so nett von mir. Die Freundin kriegt klar jetzt euch auch. Wenn man zusammen ist, dann hilft man sich auch gegenseitig oder macht man auch was gegenseitig voneinander. Boah, ich mag echt keine Schokolade. Bin schon fertig damit. Vier Stückchen, das war's schon. Bah. Ich bin ja echt ein Leckermaul. Ich mag echt Süßigkeiten und so. Aber Schokolade packe ich nicht viel. Das ist echt schlimm. Wobei, besser für meine Linie. Ja, ich mache mir nachher noch einen Kuchen. Mal schauen. Backe ich mir einen Kuchen. Und nein, ich mache keinen Backstream. Weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ich muss eh noch einkaufen gehen nachher. Ich werde mir jetzt dann erstmal was zu essen machen. Ich hab Hunger. Gulasch mit Kartoffelbrei sollte hinhauen. Das kenne ich. Mehr als eine Tafel schaffe ich auch nicht. Ich schaffe nicht mal eine Tafel. Das ist ja nicht mal eine Tafel. Das war ja Rittersport. Das waren nur vier so kleine Klötzchen. Mehr schaffe ich davon nicht. Mich wundert, dass ich die vier geschafft habe. Schokolade, wie gesagt, ich esse Süßigkeiten echt gerne, das leugne ich auch nicht. Aber Schokolade schaffe ich nie viel. Chips, stell mir drei Tüten Chips hin. Die sind innerhalb von einer halben Stunde leer. Ohne Scheiß, die esse ich. Aber die Chips, die Schokolade, das gleiche gilt für Gummibärchen. Vor allem saure Gummibärchen. Ich futter dir fünf Tüten Gummibärchen in einer Stunde. Oder in einer halben Stunde. Aber Schokolade, drei, vier Stückchen und das war's. Weiße Schokolade ist eine Ausnahme, aber selbst bei der schaffe ich nicht so viel. Aber man kann sich das ja auch aufheben. Man muss ja nicht alles auf einmal futtern. Wenn, dann wird richtig gebacken, Apfel. Auch bei Kinderschokolade? Kinderschokolade ist auch eine Ausnahme tatsächlich. Obwohl ich selbst, also, was ich gemerkt habe, umso älter ich werde, umso weniger Schokolade esse ich. Als Kind konnte ich mir in Massen Ü-Eier ziehen. Kein Problem. Da habe ich mir am Tag locker mal 100 Ü-Eier gezogen, wenn ich wollte. Also, sinnbildlich gesprochen, ihr wisst, was ich meine. Da konnte ich einen Haufen Ü-Eier essen, ohne Probleme. Heutzutage schaffe ich vielleicht zwei, vielleicht drei Ü-Eier, dann war es das auch schon wieder. Was ungefähr von der Menge auf vielleicht eine halbe Tafel Schokolade hinkommt. Machst du ein Video davon, zumindest in einem Vlog oder so? Nein. Das fällt unter privates Vergnügen. Und darunter würde ich sagen, habt ihr nichts zu suchen. Tut mir leid. Nicht böse gemeint. In solchen Momenten, ja, liebe ich es, ein eigenes Haus zu haben. Da kann ich meine Anlage aufdrehen. Verstehe ich, ihr kriegt davon was ab? Natürlich kriegt ihr was ab. Alter. Das ist doch selbstverständlich. Täusche ich mich oder schaut auch meine Bildqualität besser aus? Ich habe das Gefühl, die Anlage macht auch ein besseres Bild für meinen Computer. Boah, schon viel Spaß. Der extra Bass war sogar noch aus. Okay, vielleicht noch mal ein bisschen runterpegeln.
Deswegen ist es extrem. Danke Armin für 50 Barren. Vielen Dank für deine Unterstützung. Sau cool von dir. Dankeschön. Jetzt will ich auch Kuchen. Musst du dir einen machen oder einen kaufen. Wobei machen billiger ist, auch wenn es mehr Zeit kostet. Was gibt es sonst noch zu essen? Na, eigentlich nicht besonders viel. Ich habe ja gesagt vorhin, oder habe ich es gesagt? Es gibt Gulasch mit Kartoffelbrei. Dann gibt es noch den Kuchen, wenn er fertig ist und ausgekühlt ist. Vielleicht gibt es ihn auch erst morgen, mal schauen. Und ansonsten eigentlich nichts. Muss reichen. Vielleicht esse ich heute Abend mit meiner Freundin noch ein Stück Schokolade. Das war's dann aber auch schon. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, ich spiele danach noch einen Song und dann bin ich erstmal offline, dann muss ich die Anlage fertig anschließen. Ich habe ja echt, eigentlich habe ich echt Bock, mal wieder ein Ding zu zocken. Ich habe echt Bock, mal wieder Need for Speed zu zocken mit einer geilen Anlage. Muss ich mal schauen, wenn ich nachher den Surround fertig anschließen kann. Dann muss ich mir sowieso noch Haken in die Decke machen, weil das kommt dann nämlich in die Decke rein, die kleinen Boxen. Die sind ja bloß so groß. Die kommen dann oben noch in die Ecken rein. Wäre ein gutes Let's Play? Nein, wäre es tatsächlich nicht, weil ich bei Need for Speed Most Wanted prinzipiell Disturbed laufen lasse. Und das funktioniert nicht, weil Disturbed dann gesperrt wird. Also Disturbed sperrt es dann. Dann kann ich es leider nicht hochladen. Kommt eigentlich wieder neue Projekte. Habe ich ja vorhin gesagt, also ich habe mir jetzt gestern Toki Tori gekauft. Das habe ich mit meinen Coins billiger gekriegt. Das hat jetzt nur 2 Euro irgendwas gekostet. Und davon habe ich ein Let's Fun gemacht. Das ist gerade am Rendern. Das kommt, wenn es hinhaut, kommt heute noch eine Folge. Wir stoppen das jetzt hier mal und ich mache noch einen anderen Song. Was zum Hölle? Warum habe ich 4 Nachrichten? Ach so. Das ist vom Ding. Okay. Nee, ist es nicht. Hä? Wieso wurde mir das dann gerade angezeigt? Egal. Wie wär's mal mit Pain, einem meiner alten CDs?
Machen wir mal Dirty Woman an. So, was gibt's heute sonst? Das haben wir schon gehabt. Wer denn ein bisschen Play? Wir kommen eigentlich auch wieder neue Projekte, haben wir schon gehabt. Bollerden, Dankeschön für 50, für 500 Barren. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Sau cool. I love it. Dankeschön. Was ist das für ein Spiel? Kann ich gar nicht. Togitori? Das ist so ein kleines billig. Was heißt billig nicht? Das ist so ein kleines Puzzle-Spiel. Kommen aber nur 4-5 Parts. Fürs erste zumindest mal. Es ist ein Let's Fun. Also, kurz um, es sind ein paar Folgen und dann war's das wieder. Was STR? Dankeschön für die. Oder ST3R. Oder 3i. Vielen Dank für 50 Likes. Dankeschön. Biffen, Dankeschön für 50 Likes. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Oh Gott, ich kann den Namen gar nicht aussprechen. Verhöhne, People. Verhöhne, People. Vielen Dank für 50 Barren und vielen Dank für deine Unterstützung. Das ist auch cool von dir, Dankeschön. So Leute, dann würde ich sagen, wir beenden an dieser Stelle dann den Stream. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, starkes Lied. Generell, Pain ist echt eine geile Band, kann man echt nicht sagen. Wenn ihr Pain nicht kennt, zieht euch die mal rein, die sind richtig, richtig geil. Eines meiner absoluten Lieblingslieder von Pain ist Same Old Song, also zu Deutsch derselbe alte Song. Sau cooles Lied. Ja, passt auf. Eine Sache wollte ich jetzt mal noch sagen. Ich habe eigentlich nicht vorgehabt, das öffentlich zu sagen, weil ich das privat gemacht habe. Allerdings keinerlei Antworten bekommen. Es kann natürlich aber auch sein, dass man es übersehen hat. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich übersehe das nämlich immer. Und ich vermute mal, wenn ich das jetzt sage, wird es früher oder später irgendwo im Internet auftauchen. Weil das dann die Hater wieder aufgehalten. Und irgendeiner, jetzt werden wahrscheinlich alle denken, das lade ich nicht hoch, aber irgendeiner gibt es, der es dann hochlädt. Und zwar, ich habe über meinen Gaming-Account ein paar Leute angeschrieben. Und zwar, hier steht nicht dabei, wer das war. Verdammt. Also über meinen Gaming-Account habe ich angeschrieben Gronkh und Tobinator, jeweils einmal. German Let's Play habe ich angeschrieben und Zombie habe ich angeschrieben. Aber mein gemeinsames Projekt machen möchte. Ja, das mal so am Rande. Dann habe ich jetzt vor kurzem nochmal, das ist jetzt schon einen Monat her, dass ich das gemacht habe. Das ist jetzt gut einen Monat her, da habe ich alle drei auf einmal, also so nach und nach angeschrieben, alle mit einer eigenen Nachricht auch, also kein Gespamme.
Also die vier Leute habe ich angeschrieben, das ist jetzt einen Monat her. Und einmal habe ich angeschrieben, das ist jetzt da ungefähr 2 Tage her. Auch wenn ich glaube, dass das nicht ganz stimmt, das dürfte eigentlich eine Woche her sein. Das ist dann, das steht echt vor 2 Tagen. Jedenfalls habe ich dann noch Excel 95, heißt der, angeschrieben. Mit meinem Gaming-Account, das ja, auf YouTube habe ich das alles gemacht. Ja, mal schauen, ob sich da vielleicht doch jemand meldet, wenn sie jetzt mitbekommen, dass ich sie angeschrieben habe. Falls sie es nicht mitbekommen haben. Falls sie mitbekommen haben, haben sie sich entschlossen, nicht zu antworten. Und auf meinem Hauptaccount habe ich auch jemanden angeschrieben, aber das ist jetzt hier, glaube ich, nicht relevant, weil das momentan eh... Gronkh habe ich nicht angeschrieben. Gronkh habe ich per E-Mail angeschrieben, tatsächlich. Gronkh habe ich nicht über Juno angeschrieben, genau. Gronkh habe ich über... Und das auch schon zum 2. Mal. Na gut. So, Leute, dann bin ich jetzt weg. Was ich jetzt heute so geil fand, oder was heute so geil war für mich, habt ihr jetzt mitbekommen. Das habe ich euch jetzt gezeigt. Und es wird auch für die Zukunft, denke ich, auch ganz geil werden. Dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Ich hoffe, einer von denen unterstützt dich auch mal. Was das Gaming angeht, wäre ich schon zufrieden, wenn man zumindest mal das eine oder andere Let's Play zusammen macht. Das wäre schon mal ganz geil eigentlich. Würde auch zeigen, dass man gegen Hate ist, wenn man da mich unterstützt oder mit mir da was zusammen macht. Aber das ist letzten Endes die Entscheidung. Ich will es auch nicht öffentlich erstmal austragen. Deswegen habe ich es bis jetzt auch nicht gesagt. Wie gesagt, das ist schon 1 Monat her. Und ich habe es jetzt nur deswegen angesprochen, weil ich es aus eigener Erfahrung weiß, dass man die Nachrichten auf YouTube übersieht, weil ich persönlich, ich sehe die YouTube-Nachrichten nie, weil ich da selten reinschaue, bis gar nicht. Außer wenn ich jemanden selber anschreibe. Und selbst dann schaue ich selten rein. Ich habe jetzt auch schon seit bestimmt einer Woche nicht mehr reingeschaut. Na gut. Dann würde ich mich jetzt an der Stelle mal verabschieden. Ich kann mal meine Schuhe ausziehen, es ist ultra warm. Dann würde ich mich jetzt an der Stelle verabschieden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und von der heutigen Aktion kommt eigentlich noch heute. Ich werde mich jetzt dann gleich dran setzen und es bearbeiten. Haut rein, euer Drache. Macht keinen Blödsinn. Haut rein, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Stream. Und wie gesagt, das Auspackvideo.